Willkommen zu einer weiteren Folge, in der ich euch wieder drei Karten zeige, die ich persönlich in Erwägung ziehe, wieder öfter zu erlauben. Ihr könnt mir wieder in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr gerne sehen würdet. Und ihr könnt gerne über die Karten diskutieren, die ich heute zeigen werde. Die verbotene Karte für heute nennt sich Bryonek Drache der Eisbarriere. Ein sehr umstrittenes Monster in den Kommentaren, ich möchte mal drüber reden. Synchro-Monster, Stufe 6, mit der Eigenschaft Wasser, Typ Seeschlange und den Werten 2300-1400. Wird beschworen mit einem Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monstern, ist also generic und kann überall gespielt werden, was ziemlich OP ist. Der Effekt, du kannst eine beliebige Anzahl Karten auf den Friedhof abwerfen. Um dieselbe Anzahl Karten auf dem Spielfeld zu wählen, gib die gewählten Ziele auf die Hand zurück. Was schon mal mega broken ist, man darf sich die Anzahl aussuchen. Man darf alles abwerfen, was man hat, oder auch nur ein, zwei Karten. Vollkommen egal. Und dann darf man alles hard removalen, beziehungsweise auf die Hand zurückgeben oder ins Extra-Deck, was der Gegner hat oder was man selbst auch hat. Man kann da mega geile Kombos mitmachen. Ich denke, dass die Karte zu Recht verboten ist, aber dass man drüber nachdenken kann, sie auf einzusetzen, obwohl sie dann halt die beste Karte ihrer Art wäre. Gojo-Wächter und so sind einfach deutlich schlechter als Bryonek. So ein Kompulseffekt kann halt mega broken werden. Und einige Decks, die Bryonek spielen könnten, würden auch noch Plus machen durchs Karten abwerfen. Es ist auf jeden Fall ein Streitthema. Ich will es mal in den Kommentaren sehen, was ihr dazu sagt. Man kann die Karte auf einsetzen, aber es würde nerven in vielen Situationen und wäre sehr, sehr stark. Auch die limitierte Karte für heute ist sehr umstritten, nämlich Buch des Mondes. Eine Schnellzauberkarte mit dem Effekt, wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld, ändere das gewählte Ziel in die verdeckte Verteidigungsposition. Diese Karte eröffnet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann gegnerische Angriffe abwehren, Xyz Plays verhindern, man kann damit Flip-Effekte reaktivieren und. Man kann sehr viel damit machen. Und das ist der Grund, warum diese Karte einfach ein Staple geworden ist. Sie landet in sehr vielen Decks, weil man sie halt in wirklich jedem Duell gut gebrauchen kann. Und deswegen ist sie auf 1. Außerdem gibt es halt einige Fun-Decks, die die Karte auch brauchen, aber um die soll es heute gar nicht so sehr gehen. Mir geht es hauptsächlich um die Einbindung als Staple ins Spiel. Denn Buch des Mondes ist eine wichtige Karte. Aber ich persönlich entscheide mich aktuell viel lieber für Solem, Buttonless und Co. Und meistens landet das Buch dann gar nicht mehr im Deck, weil mir einfach der Platz fehlt. Sprich, die Karte würde ich sowieso nur einmal benutzen wollen. Deswegen frage ich, macht es Sinn, die Karte auf 2 oder auf 3 zu erhöhen? Eine Erhöhung auf 2 wäre interessant. Und vorsichtig, ich würde sie auch bei einer Banlist auf 2 erstmal lassen, wenn ich sie erhöhen möchte. Auf 3 wäre erstmal ein bisschen zu heavy, falls da wirklich irgendwas Blödes passieren würde. Tarot 3 oder sonst was. Könnte nämlich ziemlich eklig werden mit Buch des Mondes, muss man einfach sagen. Shadol jetzt vielleicht nicht so sehr, glaube ich, aber Tarot 3 könnte echt böse werden. Aber später, wenn das Ganze nicht broken ist, könnte man über eine Erhöhung auf 3 sogar nachdenken. Denn in normalen Decks würde man Buch des Mondes niemals dreimal spielen. Das wäre viel zu heavy. Das würde keiner machen. Auf jeden Fall eine Streitkarte. Ich bin auch da mal sehr gespannt, was ihr schreibt. Die halblimitierte Karte für heute nennt sich Tragödia. Ein Monster Stufe C mit der Eigenschaft Finsternis und dem Typ Unterwäldler. Die Werte sind Fragezeichen und ich verstehe nicht, warum die Karte auf 2 ist. Der Effekt, wenn du Kampfschaden erhältst. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Diese Karte erhält 600 Angriff und Verteidigung für jede Karte in deiner Hand. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen, um ein offenes Monster zu wählen, das der Gegner kontrolliert und das dieselbe Stufe hat, wie das auf dem Friedhof gelegte Monster, übernimmt die Kontrolle über das gewählte Ziel. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster von deinem Friedhof wählen. Die Stufe dieser Karte wird bis zur Endphase dieselbe wie die des gewählten Ziels. Die Karte hat sehr viele Effekte und wir wollen jetzt mal genau durchgehen, warum diese Karte meiner Meinung nach auf 3 gehen könnte. Zunächst mal, man kann einen Angriff damit kontern, sprich man kriegt halt einfach einen Beatstick aufs Feld. Aus einer sehr ekligen Situation kann das auf jeden Fall eine schöne Rettung sein. Ähnlich wie Gorz halt, eine schöne Handtrap. Und Tragödia kann dann schon mal auf so 2400 bis 3000 Angriff hochgehen, je nachdem wie stark die Hand des Besitzers von Tragödia ist. Und ja, dann kommen wir zu den anderen Effekten. Man kann ein Monster des Gegners klauen. Das ist mega broken in Yu-Gi-Oh! Aber man muss sich darauf verlassen, dass man ein Monster mit der passenden Stufe in der Hand hat.
die der Stufe des gegnerischen Monsters gleicht. Und das ist ziemlich unwahrscheinlich. Denn, naja, das ist eine kleine Glückssache. Ich persönlich habe Tragödia schon oft gespielt, aber den Effekt so gut wie nie benutzt. Deswegen, das kann nicht der Grund sein, warum diese Karte auf 2 ist. Das macht keinen Sinn. Und die Stufenangleichung ist zwar nett, aber OP ist das heutzutage auf gar keinen Fall mehr. Stufe angleichen, auf Xyz gehen. Es gibt so viele Karten, die einfach instant in Xyz sind. Es ist lächerlich, deswegen Tragödia zu limitieren. Diese Karte macht auf 2 keinen Sinn mehr, seitdem Gods auf 3 ist. Sorry, aber... Nee, macht keinen Sinn. Wenn doch, schreibt's mir, aber... Warum? Die Karte ist in keinster Weise mehr broken. Nicht im heutigen Spiel. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen und das bringt das Format weiter. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr hier gerne sehen würdet und diskutiert haben wollt. Und ihr könnt gerne über die Karten diskutieren, die ich heute erwähnt habe. Bis dann, ciao!